Servus Leute, heute gibt es mal wieder ein YouTube-Video. Nach dem ganzen Vibe-Hype und Drops auf Twitch war ich da ziemlich beschäftigt und YouTube ist ein bisschen außen vor geblieben, aber ich gelobe Besserung. Und diesmal bin ich auf Lighthouse unterwegs, da gibt es so in Mitte vom Vibe oder ja, mit Progress eine Situation, da hat man viele Quests auf Lighthouse und das habe ich versucht, so viele wie möglich in einem Raid zu erledigen und ja, habe ich ganz gut geschafft mit 7 in einem Raid. Und das Ganze als Bär, das ist auch ein bisschen ein kleiner Guide, wie man da am besten in das User Camp reingeht, von wo aus man die ganzen MGs und Granatwerfer abaimt, beziehungsweise jede Pose, wo sie stehen. Und ja, wie gesagt, das Ganze als Bär, als User sollte das ja ein bisschen einfacher sein, wisst ihr ja. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, schaut es euch an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Spawn, ein guter Spawn, wenn nicht schlecht. Oh shit, wir sind im Nachtmodus. Ah, die Jägerquest habe ich auch noch nicht. Ich werde kurz irgendwo hinlegen. Wird sich jetzt zeigen, Homs. Hey. Was ein Bug? Oder kam da wirklich was geflogen? Oh Mann. Da ist hinten einer auf dem Felsen irgendwo. Der ist tot. Das war er. Correct playing when wearing a helmet. Ich hab keine Ahnung, was du meinst, JJ. Bin mir auch nicht sicher, was überhaupt damit gemeint ist, ehrlich zu sagen. Deswegen Bold Action für sowas hier. Deswegen Bold Action. Hat bloß etwas wenig Ergo, das Ding. Oh.
Jetzt rennt er genau darüber. Okay. Hier. Ja, ich sag's euch, Leute, ihr habt mit jeder anderen Waffengattung habt ihr massiv Probleme auf solche Distanzen. Bartolino, schau mal im Twitch-Chat, Ausrufezeichen, Sync, habe ich's beschrieben. Wow, woher? Uncool. Uncool. Weiß nicht woher. Muss drüben vom Dach gewesen sein. Level 5 Armor Plates. Trader. Auf dem Flieger kann man es wahrscheinlich nicht handeln. Trader finden. Scheiße. Er hat nicht ganz so scharf geschossen. Aber wo hat er hergeschossen? Das ist die Frage. Wow. Ja, irgendwo von da drüben. Scheiße. Haben wir doch. Nein. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Sehr schön. Passt, passt, passt. Läuft. Hier hat man die Waffe seitlich. Shoulder Transition musst du binden, dann kannst du es drücken. Ja, da könnte noch einer. Ich glaube, da hockt noch einer am MG, ich bin mir noch nicht sicher. Jetzt kommen mal hier die ganzen Scavs, Geniso, vielen Dank für den Follow bekommen. Wieso denn auch noch so viele Scavs,
Sind die Rogues so böse? Ja. Sind sie? Ja, nie so schön, dass du vorbeischaust. Weiß ich zu schätzen, wirklich. Er ist ja später als nie. Alles okay. Check jetzt aus. Okay, die Rogues sollten clear sein, bis auf der eine hier am MG vielleicht. Wir haben noch gut Zeit. Hey. Mach ich Marathon? Wieso 100 Marker? Nee, nee. Marathon habe ich hinter mir. Los hier ins Gaff. Komm. Quest auf einmal so um den Dreh, ja. Es gibt, bei Lighthouse gibt es so eine Situation, da kannst du wirklich 8 Quests auf einmal machen. In einer Runde. Eine Lampe dran. Ich bin Bär, ja. Macht aber kaum Unterschied. Also. Cells. Deniso! Schon. Warst schon mal da? Ja. Ist der wichtigste, absolut. Danke für den Support. Weiß ich zu schätzen. Willkommen in der Abo-Falle. Use kann ein bisschen rumspazieren. Ja, da darfst du ja auch nicht drauf verlassen, ganz ehrlich. Das ist halt. Ich finde, es wird immer viel zu krass genommen, dieser leichte Vorteil von Usek auf Lighthouse. Unser Bums-Ding. Ja. Die Rogues looten auf keinen Fall, ich hätte Zeit für. JJ, danke für den Tier 1. Wichtigster Resub im zweiten. Willkommen in der Abo-Falle. Danke für den Support. Gut reagiert, JJ. Danke für den Support. Ein Special Slot ist frei. Passt. Devil, servus. Oh, hier ist jemand. Hier ist noch ein Raider am MG, denke ich. Halblang.
Das Gebiet ist nicht gerade kleiner, das stimmt. Entweder sind sie hier drin. Oder einer auf dem Dach. Ich glaube noch einer auf dem Dach. Die haben das hier geändert, das Layout, oder? Ah, den Tanker vorne habe ich nicht gemerkt. Shit. Das ist nicht so wild. Müssen hier nochmal her. Mein Game neu starten. Cyrex, das ist normal. Bauer, danke für die 300 Bits. Danke fürs Auslösen vom Hype Train und den Support mal wieder. Weiß ich zu schätzen. Puff. Loot. Nee, XP, wir brauchen XP. Lukas, danke schön für die 200 Bits. Und für den Hype-Train-Beitrag auf 93%. Danke für den Support. Aber in den Drogencontainer. Hey, Michi, servus. Also jetzt geht's gerade echt gut hier, das Durchquest. Ja, das ging gerade saugut von der Hand. Gut, ich habe vorne den Tanker vergessen, das ist das Einzige. Aber ich muss eh nochmal her und am Strand marken, kann ich den Tank dann auch mitmachen. Ah, ich muss eh zurück, ich habe keine Northern... Ich habe keine Northern Passage oder Barrett. Boah. Okay, okay. Ich muss eh zurück. Was ist das denn für ein Kack, Mann? Muss ich denn die ganzen Tanks marken? Einer ist hier? Oh, wo sind denn die alle? Einer ist vorne? Einer links drin? Wo ist denn der letzte? Ist hier noch irgendwo einer? Ja, da ist noch einer. Ja, gut, dann gehen wir den Scheiß noch marken. Jetzt haben wir ja hier alles clear. Ich kann hier eh nicht raus, ne? Hilft nichts. Oder das Auto ist da, dann gehen wir raus. Na, obwohl, ne, wir marken das jetzt. Haken das jetzt. Jetzt haben wir nicht schon alles geklärt. Schauen wir, ob das Auto da ist. Auto wäre da, okay. Hier ist noch jemand. Und Leute, danke für den Hype Train. Auf fast Level 2. Ich habe Kohle dabei. Kohle habe ich dabei, ja.
Shit, ich komme hier drüber. No. Irgendwo vom Berg oder so. Oder vom Dach. Ich weiß nicht. Das ist nicht gut. Scave Player. Leute, danke für den Hype-Train, auch wenn er auf Level 1 verhungert ist. Danke für die Bits und die Subs. Das hat auf mich geschossen, aber ich glaube, das ist so eine. Vielleicht nur auf dem Berg, ich weiß es nicht. Ich glaube, hier sind keine Minen, oder? Sind hier Minen? Ich hoffe nicht. Oder Skeff. Langsam dunkel. Shit. Ja, Scav. Schätze ich. Okay, der hört jetzt gleich nichts. Gehen wir den Scheiß halt hinten auch noch merken, was soll's. Hier wird's jetzt recht ruhig sein. So, Mike, Servus.
Ja, so viel zum Marken. Ein Marker zu viel hatte ich dabei. Ich hatte 8 dabei. 10 Marker hätte ich gebraucht, hätte ich die anderen 2 nicht noch gemarkt gehabt. 10 Marker, ein Jammer und eine Kamera. In einem Run. Jetzt sind es 8 Marker, ist okay. Aber es ist besser, das jetzt noch zu machen, als wieder nochmal alles clearen zu müssen. Passt. Ich würde es aufheben, JJ. Du brauchst es auch für eine Quest, ja. On den Raid. Das sieht gut aus hier, hä? Einmal hier, Screenshot. Das Lighthouse, wie es da durchschaut, mal sehen. Zeit für etwas Kulisse. Oha! Oha! Komm, Oxaus. Das sieht geil aus, mit dem Himmel. Also ich kann euch bloß empfehlen, macht Clouds auf High. Oder allgemein Tag auf mit High Details, jetzt mit FSR 3.0. Richtig geiler Scheiß. Sieht nach Waldbrand aus? Ja, der Himmel ist ein bisschen übertrieben. Aber es sieht schon gut aus. Absolut schön, ja. Star Citizen sieht auch gut aus, ja. Ich weiß, ich hab's mal. Das ist schon lange her, dass ich es mal gespielt habe. Der was, Hodenrode? Moin Beat. So. Das war doch ein guter Quest-Rate. Irgendwie so 7 Quests fertig gemacht. Gefühlt. Nicht nur gefühlt, es sind wahrscheinlich 7. Wir zählen mal mit.
Easy. So. Ah ja, einen PMC habe ich am Anfang gekillt, genau. Gut, also. Uff. Shit, ich habe Punisher noch nicht mal. Okay, eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6. 7. Ne, wer hat denn das hier? 7 Quests, Leute, ja. Old G, Servus, wie geht's? 7 Quests waren's. Auf einmal in einem Run. Halt. And I've been counting.